So, hier ein kleines Follow-up zu meinem letzten Video mit FreeFS 2016 wegen der Zeilenleiste. Jetzt schauen wir uns das 2018er an. Installieren das mal. Ich ordne, jawohl. Benutzer definiert, automatisch Aktualisierung aus. Verknüpfen wir natürlich. Ja, von mir aus. Nicht auf der Tastleiste. Installieren. Hier gibt es nämlich auch eine kleine Widersprüchlichkeit zwischen der Auskunft des Support vom August 2018 und den tatsächlichen Gegebenheiten des Programms. Fertigstellen, das müssen wir mal kurz wegschauen. So, beim ersten Start möchte ich wissen, welches Layout ich möchte. Natürlich das klassische, das brauchen wir auch nicht. Aber müsste wieder weggucken. Hatte ich eben tatsächlich den falschen Produktschlüssel. So. Zwischen Linux- und Windows-Version gibt es verschiedene Produktschlüssel. Jawohl, willkommen. Blenden wir aus. Damit keine Werbung eingeblendet wird, der Zeitraum ist ja vorbei. Bis zur nächsten. bleibt die Leiste jetzt auch weg? Soweit alles. Nein. Das hatten wir bei der Installation doch schon angegeben, dass ich das nicht möchte. Schau mal, System steht jede Woche. Nie. Stille brauchen wir bei einem Programm einstellen, ist dann bei allen drei Programmen wird es dann so übernommen. Und machen wir es nochmal zu. Okay. So. Jetzt hatte ich ja. Wann war das so? Das sind 18 angefragt, weil ich bei der 2018er Version die Symbolleiste nicht mehr anpassen konnte. Wurde ja gesagt, nein, es geht aber nicht. Video gemacht, bekomme ich die Antwort, im besten Deutsch wieder, wie immer. Es tut mir leid für diese Situation, aber Sie haben vergessen, uns richtig zu sagen, welche Version unseres SoftMaker Office Sie haben. Da Sie FreeOffice 2018 haben, gibt es keine Anpassung dieser Symbolleisten. Ist nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar. So, wie ich das Ganze vor dem Video schon probiert habe. Ach, geht auch weg. So. Da hätte ich eigentlich schon früher mal genauer nachschauen sollen. Kann man es doch ändern. Hier geht man also, ich bin wieder viel zu schnell, auf Symbolleisten. Mit Benutzeroberfläche kann ich hier das Wrapper oder so umstellen. Auf Symbolleisten. Gehe hier auf Anpassen. Suchen wir jetzt die Befehle für Datei, weil ich will ja hier bei Standard das alles ändern. Das kann man einfach mal entfernen, Trennlinie entfernen, speichern. Hier haben wir einmal schließen, brauchen wir ja, öffnen, schließen. Also ich brauche es, ihr vielleicht nicht. Alles Entertaining, ja, eins tiefer setzen. Dann möchte ich hier auch noch die Seite einrichten. Und das brauche ich auch nicht. Das sind die Verknüpfungen zwischen den Programmen. Kann man noch drin haben, muss man nicht. Ich habe hier lieber dann einen Schnellzugriff auf die Objekte. Mit Grafik einfügen. Ich ziehe es einfach mal alle rein, damit das Video schön lang wird. Ja, und dann noch das Textfeld. Textrahmen heißt es, ja. So. Einfach jetzt mal, um den Spiegel vorzuhalten, dass es doch geht. Weil veralbern lassen muss man sich ja hier überhaupt nicht. Das kann man selbst besser. Ansonsten ist beim 2018er genauso wie beim 2016er. Wir haben im Programmordner wieder unsere Banner-Dateien. Programme, SoftMaker, Inst, Banners.
Hier haben wir die ganzen Grafiken, die angezeigt werden. Ich habe es hier schon ausprobiert. Ich habe einfach die Ordner komplett gelöscht. Das geht auch. Hat bis jetzt funktioniert. Anwendungsdaten, Local. Falsch. Roaming. Auch nicht. Doch, hier ist es doch. Banners. Weg damit. Und dann, wie im ersten Video gesehen, die Firewall-Einstellungen. Erweiterte Einstellungen. Und dann auch hier einfach wieder bei eingehende und ausgehende Regeln. Software-Maker-Package, die Programme aussuchen als Programm. Dateipfad suchen. Zum Programm, die Exe, dann jetzt mal Textmaker, blockieren, alle drei Netzwerke, fertigstellen. Das macht ihr hier mit allen Programmen. Dann mit dem Planmaker, die Presentation, Textmaker. Dazu empfehle ich auch das Softmaker Updater Tool zu sperren oder gleich zu löschen. Das könnte im Hintergrund mal von einem der Programme gestartet werden und dann doch noch irgendetwas aktualisieren, um dann eventuell diese gezeigten Möglichkeiten auszuhebeln. Ja, und beim Nachfolger 2021er Version, die habe ich hier jetzt nicht drauf zum Installieren, da ist nur noch eine 30-Tage Testversion. Scheinbar haben den Weg schon andere gefunden. Wer weiß. Das Rad wurde ja auch schon öfters erfunden auf der Welt. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Der Rest entnehmt ihr bitte dem 2016er Video. Das ist am Schluss nochmal verlinkt. Und wünsche euch viel Spaß mit den Programmen und einem entspannten Arbeiten. Ciao.